Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen. Am Donnerstag ist ein Referentenentwurf aus dem Justizministerium bekannt geworden mit dem Ziel, Rechtsextremismus und Hasskriminalität besser zu bekämpfen. Zunächst mal ein hehres Ziel, ein gutes Ziel, aber auch ein guter Zweck heiligt nicht jedes Mittel. Das Mittel des Justizministeriums, nämlich die Pflicht zur Herausgabe von Passwörtern, ist ein solches bedenkliches Ziel. Denn Passwörter sind der Generalschlüssel zu unserem Leben. Dahinter stecken Finanzdaten, dahinter verbergen sich Gesundheitsdaten. Wer hinter den Passwortzaun guckt, der findet dahinter berufliche und private Kommunikation. Der findet dahinter wichtige und viele Informationen über unser Familienleben, unser Privatleben, manchmal sogar unser Intimleben. Und was nun das Justizministerium will, das ist, einen Schlüsseldienst zu installieren für diesen Generalschlüssel zu unserem Leben. Das ist ein Angriff auf die Vertrauenswürdigkeit und die Integrität der IT, meine Damen und Herren. Frau Ministerin, heute im Rechtsausschuss haben Sie dargetan, dass nach Ihrer Auffassung schon jetzt das Telemediengesetz es erlaube, Passwörter herauszuverlangen. Aber der Referentenentwurf, der bekannt geworden ist, setzt die Schwellen herab. Sie haben deswegen auch im Rechtsausschuss heute zutreffend von einer Verschärfung des ohnehin problematischen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes gesprochen. Und das entspricht ja auch der Logik Ihres angedachten Vorhabens. Denn Ihr Referentenentwurf will ja die Bekämpfung von Extremismus und Hasskriminalität vereinfachen. Dadurch aber senken Sie den Schutz von Passwörtern, die unser ganzes Leben schützen. Und deshalb, meine Damen und Herren, enthält dieser Referentenentwurf eine ganz neue Qualität. Denn wer hinter den Passwortschutz gucken kann, wer hinter diesen Zaun von Passwörtern blickt, dem eröffnen sich vielfältige Informationen viel, viel weiter als jede Telekommunikationsüberwachung und jede Wohnraumüberwachung dies leisten kann. Die Festplatten unserer Smartphones, unserer Clouds, unserer Laptops sind gewissermaßen ein ausgelagertes Gehirn. Passwörter schützen den Kernbereich privater Lebensgestaltung. Und ein solcher Angriff auf den Kernbereich unseres Privatlebens muss verhindert werden. Dass das Innenministerium immer schon interessiert war, daran Passwörter zu erhalten, das ist nichts Neues. Dass aber jetzt auch das Justizministerium in die Fußspur des BMI tritt, das ist, meine Damen und Herren, eine enttäuschende Entwicklung, gerade für uns als Bürgerrechtspartei, als Freie Demokraten. Früher war das Justizministerium eine Bastion gegen ausufernde Überwachungs- und Eingriffsbefugnisse. Früher hat sich das Justizministerium immer schützend vor einen übereilten Abbau von Bürgerrechten gestellt. Früher war oft das Innenministerium ereignisgetrieben und das Justizministerium hat einen kühlen Kopf behalten. Jetzt aber schicken Sie sich an, das BMI noch rechts zu überholen. Hier ist der große Lauschangriff im Netz, vor dem die FDP immer schon gewarnt hat, und die Union jubelt schon darüber. Meine Damen und Herren, den Rechtsstaat vor der Gefahr von rechts zu schützen, ist ein hehres Ziel. Aber man kann den Rechtsstaat nicht schützen, indem man seine Regeln suspendiert. Wir brauchen keine Notstandsgesetzgebung, um den Rechtsstaat zu schützen. Unser Ziel muss es doch sein, Datenschutz und IT-Sicherheit zu verbessern. Unser Ziel muss doch sein, die IT-Sicherheit in Deutschland so gut wie möglich zu machen, Weltmeister zu werden in Datenschutz und IT-Sicherheit. Ihr Entwurf tut genau das Gegenteil. Und Ihr Entwurf ist auch ein Angriff auf das Trennungsgebot zwischen Polizei und Nachrichtendiensten. Denn für die geheime Aufklärung der Gefahren gegen unseren Rechtsstaat gibt es die Nachrichtendienste. Eine geheime Polizei gibt es nicht und wollen wir auch nicht. Tragendes Prinzip unseres Rechtsstaates ist deshalb, dass unsere Sicherheitsstruktur aufgebaut wird auf diesem Trennungsprinzip. Ihr Referentenentwurf stellt einen Dammbruch dar und von da aus wäre der Schritt zu einer geheimen Polizei nicht mehr weit. Und deswegen sollte auch das Trennungsprinzip Eingang in unsere Verfassung finden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Carsten Müller.